Okay. Also ich beschwere mich nicht, sag ich mal so. Es ist echt viele Sachen noch zu entdecken. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Sehr cool. Links war nichts, ne? Das wäre cool gewesen, wenn da auch noch was wäre. Okay, ich glaube der Raum, ja, der ist zu. Aber warum? Jetzt mal, warum kann man hier rechts lang? Nur zum Ärgern? Na, shit. Also was anderes kann ich mir irgendwie nicht denken, groß. Okay, gehen wir mal weiter. Sich eigentlich aus Samus Kopf dabei? Tatsache, das ist ja cool, weil es mir gerade erst aufgefallen. Da denkt man auch so, oh scheiße, da geht's ja nicht weiter. Oh, schön. Okay, mal aufpassen, nicht, was von mir runterfällt. Okay. Hey. Hey, was soll das immer? So, wie komme ich da jetzt hoch? Ich stelle mich hier gerade wieder echt dumm an. Ich sag's immer wieder, ich verstehe diesen Sprung nicht. Weil manchmal fliegt man hoch, manchmal nicht. Aber ich glaube, das ist halt wirklich. Ich glaube, das ist wirklich. Nur, dass man immer auf derselben Stufe bleibt. Aber dann verstehe ich nicht, dass ich, selbst wenn das so ist, warum kann ich das denn nicht hier machen? Jetzt geht's, okay. Angst, dass man irgendwie runterfällt. Manchmal geht's, manchmal nicht, aber ich glaube, man muss dann wirklich schon so ein bisschen gefallen sein, ne? Ah, wieder so eine Chance, okay. Okay, aber jetzt verarschst du mich, Spiel. Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist cool. Ich habe heute in der Werbung eine +5 mit einem Spiel für 650 Euro gesehen. Ist bestimmt schnell weg. So viel! Ja, ich habe schon irgendwie gehört, dass bei einem Elektromarkt die wohl da sowas haben. Das ist krass. Und die Leute kaufen auch so für den Preis. Ja, klar, ist jetzt kurz vor Weihnachten, ne? Also ich weiß nicht, was ich heftiger finde, dass Leute das bezahlen. Also, dass dieser Preis da ist oder dass Leute das bezahlen. Also wenn man sich alleine anguckt, wie viele Leute sich das teils illegal online gekauft haben. Also kein Wunder, dass so viele Leute sich das dann auch irgendwie erklauen, sag ich mal, die Konsolen. Erklauben. Klingt besser. So.
Ist echt viel Geld gerade für die Zeit. Ja, aber ein paar Leute können sich das wohl leisten. Also ich hätte kein Geld. Könnte mir ja noch nicht mal eine zweite Switch leisten oder so. Muss halt selbst gerade gucken. Also ich kaufe mir viel nebenbei, aber das ist auch gerade wenig. Ich muss gerade wegen Essen auch viel gucken. So. Gut, da können wir eigentlich jetzt... Also bestimmt habe ich noch zwei, drei Sachen. Also ich glaube, da ganz links die Sachen, die Filme noch. Aber im Prinzip, also für meine Verhältnisse, finde ich, habe ich das gut geklärt hier. Hallo? Das wollte ich. Egal. Ja, jetzt geht's wieder nicht. War das nicht hier der Raum? Nee. Na egal. Da links in dem Bereich war das eher alles irgendwie ein bisschen komisch. War doch hier, ne? Ja. Ah! Wer ist das denn? Ist ja der Senri. Na, was geht? Genau, da. Ah, das war mit dem Speedboost. Ja, und das andere Ding habe ich ja. Ja, egal, lass mal stehen. Ich komme mit diesem Speedboost nicht zurecht. Egal welchen Teil, weil ich musste da ja irgendwie hier dann raus, dann darüber springen und nee. So. Unabhängig davon, dass ich keine möchte, kann man die derzeit nicht nur mit Einladung erhalten. Mit Einladung? Ob die beim Bär trainiert irgendwas sind, ganz einfach, aber zielen für mich ist echt hart, ist schwer. Ja, ich merke ja. Also ich kann dir empfehlen, ich glaube, ich kann dir eher empfehlen, spiel erstmal weiter den Story Mode. Der Story Mode ist ja eigentlich so ein Tutorial für sowas. Aber das lernt man dabei halt. Besonders Bewegungssteuerung. Das ist immer ganz gut. Ich habe davon auch nichts gehört. Also mein Bruder hat eine PS5 zum Beispiel auch. Und da braucht er auch nicht eine Einladung oder sowas. So. Bewegt mein Pro-Controller mit? Ja, ist ja super. So, ich weiß gar nicht mehr. Ich gehe mal links lang. So. Genau, jetzt sind wir hier wieder zurück. Und ich glaube, wir können jetzt auch... Ach, das hatten wir schon geholt, ne? Da unten links. Ja, jetzt ist die Frage, wo wir als nächstes hin müssen. Also ich glaube, ich weiß wo... Aber ich weiß noch nicht genau, wie wir da hinkommen. Das müssen wir einmal gucken. Aber ich finde krass, dass... Also bestimmt fehlen hier ein paar Gegenstände. Und naja. Bald, wo man Sirius kaufen kann, geht es nur über eine Einladung. Und da muss man noch warten auf Amazon. Okay. Also das habe ich noch gar nicht gehört. Also das habe ich auch von niemandem gehört, den ich kenne, der eine PlayStation 5 hat. Ich kenne das mit Vorbestellung, aber nicht mit Einladung oder so. Außer die haben das jetzt erst vor ein paar Wochen gemacht oder so. So. Ah, guck mal, jetzt können wir hier einfach hoch. Ich glaube, das war auch der Sinn dahinter. Morgen oder übermorgen sollen die neuen Strecken kommen. Ja, übermorgen. Übermorgen. Guck nach, dann bist du, was ich meine. Also wenn ich jetzt... Wo soll ich denn nachgucken? PlayStation 5 Einladung oder was? Einladung, anders das so.
Also mir steht hier, dass nur bestimmte Nutzer können sich eine Einladung holen, um direkt von Sony eine PlayStation zu bekommen. Aber hier steht nicht, dass man eine braucht. Amazon verkauft nur noch PlayStation 5 auf Einladung. Das ist zum Beispiel eine Sache. Seit August ist das. Okay, mein Bruder hatte jetzt schon seit fast, ich glaube, seit einem halben Jahr oder so. Ja, die gibt's ja auch schon 2 Jahre. Okay, also man also hier steht jetzt bei Gameswirtschaft. Ah, okay, ist aber auch anscheinend keine Pflicht. Müsste ich mir die ganzen Artikel durch, da habe ich jetzt kein Interesse drauf. Ja, also da steht halt, bei bestimmten Webseiten musst du das halt per Einladung machen. Aber ich denke mal, wenn die zum Beispiel im Laden ist, musst du die halt, weil dann wärst du ja bekloppt, dass du dir erst eine Einladung holst. Weil zum Beispiel hier den Laden, wo mein Bruder die hat, der verkauft die einfach. Ich denke mal, das ist nur, wenn die das direkt vom Hersteller kriegen. Ich glaube, der kriegt die immer von einem Großhändler nochmal direkt. Ich habe da aber auch nie nachgefragt. Kommt ja immer auf die Dings an. So. Sagt ihr es Metroid? Oh ja. In Story Mode werde ich die Tage spielen mit mehr Zeit und wo ich mich noch ausruhen soll. Ja, mach das mal, mach das mal. Ich glaube, das wird ja auch generell für den. Das hilft ja auch für den Online-Mode. Also der Story Mode ist ja extra dafür da, dass man halt ein bisschen halt das generell das Spiel lernt. Im Laden noch welche vorhanden sind. Mir ist egal, ich habe mein PS4 und die reicht mir. Ja, aktuell, also ich habe auch noch nicht gesehen. Also klar, im Laden sind die selten vorhanden. Ich meine ja nur, dass es halt scheint ja nicht so eine generelle Sache ist. Ich sag mal, wäre ja auch bekloppt, wenn die bewerben, dass die das da im Angebot haben, wenn du den nicht ohne weiteres bekommen kannst. So, ne? Nee, aber aktuell habe ich auch noch keinen Sinn gesehen, den PS5 zu kaufen. Soll mir aber auch egal sein, um ehrlich zu sein. Will ich da überhaupt lang? Ich weiß gar nicht, Gott. Nee, man muss den ganzen Weg da unten lang, ne? Egal. Damit PS1 und PS4 gereicht. Ja, okay, so pauschalisiert will ich das jetzt auch nicht, aber. Ich bin auch nicht in der PlayStation. Ich muss auch sagen, mich interessiert halt die PlayStation überhaupt nicht mehr. Wenn du einen guten PC hast, kannst du die ganzen Spiele halt auch auf dem PC spielen. Deswegen lohnt sich für mich überhaupt nicht mehr. So. Mal zu Krateria. Ich habe keine Ahnung, wo wir als nächstes lang müssen. Ich habe eine Vermutung. Okay. Das kann ich. Ich glaube, hier habe ich schon zigmal geguckt, ob irgendwas ist, aber ich gucke trotzdem nach. Bereit für Freitag? Um ehrlich zu sein, nein. Nee, ich muss noch echt viel für Freitag machen. Ich muss, hab morgen meinen Termin. Ich muss noch aufräumen, muss ich noch ordentlich. Ich muss noch echt viel einkaufen. Also ich habe echt Panik vor Freitag. Also für die es nicht wissen, ich hab Freitag ist hier ordentlich was los. Los. Okay. Brinster. Das wird so stärker sein. Das kann ich auch hier noch irgendwie. Das war. War nicht hier irgendwie so ein. Ja, ich kann sagen. Ich glaube, sonst hier war ja nichts. Ja, ich weiß noch nicht. Ich bin irgendwie momentan echt ausgelaugt. Und ich bin echt gespannt, wie das jetzt noch wird.
Mal sehen. War nix. Ah, und hier sind wir wieder draußen. Ach, das Kack mit diesen Hochfliegen. Mir geht das so auf den Senkel. Ich immer noch nicht weiß, was das Spiel davon will. Ich weiß, hier sind auch nochmal Sachen versteckt. Wieso fliegt der manchmal? Nee, manchmal geht's. Ich glaube, ich muss auch. Nee, da ging's zum Beispiel jetzt auch wieder nicht. Da ging's auch wieder nicht. Da ging's auch wieder nicht. Okay, jetzt geht's. Ach, guck mal. Ist noch eine geheime Tür. Ob es da weitergeht? Wer weiß. Okay. Okay. Ist das für mehr Bomben? Ich glaube schon, ne? Ja. Ich habe gehofft, ein bisschen mehr. Naja. Kann man die überhaupt schon vorher kriegen? Was passiert dann eigentlich? Weil bei Metroid Dread kann man das und dann ist das immer, ja, für irgendwas noch nicht herausgefunden ist oder so. Irgendwas steht da. Ich glaube, es kommt auch noch irgendwas, dass man durch diese Säure kann. Aber das können wir anscheinend ja gerade nicht, leider. So. Ist da irgendwas versteckt? Weiß nicht. Hallo, hallo. Warum geht das jetzt schon wieder nicht? Ach komm, Spiel, bitte. Ich verstehe nicht so ganz, was das Spiel von mir will. In solchen Situationen. Okay. Ich dachte, hier war auch noch was verschwunden. Stimmt, habe ich das verpasst. Okay. Ja. Wo haben wir eigentlich? Ja, ich würde sagen, wir haben eine gute Zeit erreicht. Ja, ich muss mal schauen, wo wir hin müssen. Also ich glaube, wir müssen halt irgendwo nach Brinstar. Der Bereich, den könnten wir auch nochmal erkunden, aber ich weiß nicht, ob das viel bringt. Ja, und da rechts sind wir sowieso gewesen. Also uns fehlt halt noch ein Boss. Ich sehe da vorne, da ist noch so ein Ding, was man öffnen kann, aber da fehlt uns halt der letzte Boss, bevor wir da halt sind. Ja, mal sehen. Aber wir sind auf jeden Fall sehr gut eingedeckt und ich würde sagen, wir haben heute viel mehr erkundet und dann würde ich dann nächstes Mal schauen, wie man weitermacht. So, das war's mit Super Metroid und mal gucken, wie es weitergeht.